Hallo, ihr Neugierigen! Das Jahr 2020 hat schon richtig begonnen, aber das Riesenproblem, das wir in diesem Video besprechen wollen, ist eigentlich nichts Neues. Die Fans von Riverdale wurden wieder mit einer Nachricht schockiert, dass die Beziehung zwischen Lily Reinhardt und Cole Sprouse nicht so nahtlos ist. Was ist diesmal passiert? Tja, Cole wurde erwischt, als er die Party nach der Golden Globes Gala in Begleitung mit einer anderen Lily verlassen hat. Und zwar mit Lily Rose Depp, der Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis. Also wie? Sind Lily und Cole noch zusammen? Urteilt besser nicht voreilig. Alles kann noch anders sein, als es scheint. Also bleibt dran und erfahrt mehr. Und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren und das Video weiterzuempfehlen. Cole Sprouse und Lily Rose Depp wurden auf der Party zusammengesichtet. Und natürlich haben sich die Riverdale-Fans sofort gefragt, wo denn die Schauspielerin sei, die Betty Cooper spielt. Cole Sprouse und Lily Rose Depp haben mit ihren Freunden das Sunset Tower Hotel verlassen und gingen dann ins Delilah, das elegante Restaurant von Los Angeles. Infolgedessen begann die Klatschpresse darüber zu spekulieren, ob dies das Ende der Beziehung zwischen Lily und Cole bedeuten würde. Und doch sind das nicht die ersten schlechten Nachrichten über dieses Paar. Erinnert ihr euch an ihre angebliche Trennung im Jahr 2019? Die Situation sah damals wirklich ernst aus, weil sie nicht mehr zusammen öffentlich auftraten und angeblich Partys vermieden. Und es gab auch keine neuen gemeinsamen Fotos von ihnen. Und da sich dieses Gerücht schnell verbreitet hat, veröffentlichten die beiden auf Instagram ein Interview mit W Magazine und eine sehr heiße gemeinsame Fotosession. Lily hat dazu noch eine brandneue Meldung gepostet. Zuverlässige Quellen berichten, dass ihr ein Scheiß ist. Und so haben sie die Gerüchte eingedämmt und dann wurden sie bereits im September gesehen, wie sie sich umarmen und knutschen. Außerdem bezeichnete Lily Cole in einem Interview als mein Freund, was bedeuten sollte, dass mit ihrer Beziehung ja alles in Ordnung ist. Erwähnenswert ist auch, dass Ende 2019, genauer gesagt am 28. Dezember, Cole und Lily zusammen gesehen wurden, als sie am Flughafen waren. Irgendein Fan machte ein Foto von ihnen und veröffentlichte es im Internet. Wie ihr seht, wir sammeln jede kleinste Nachricht für euch. Also, es soll niemanden überraschen, wenn wir sagen, dass Cole seine Lily schon hat und mit Miss Depp ihn nur eine Freundschaft verbindet. Und dass all das bloß Gerüchte sind. Und sollten euch diese Beweise nicht ausreichen, möchten wir euch daran erinnern, dass die Tochter des Stars von Fluch der Karibik auch liiert ist. Seit 2018 ist sie mit Timothée Chalamet zusammen. Das Paar wurde zum ersten Mal gesehen, als es in New York im September 2018 spazieren gegangen ist. Und später im gleichen Monat sind sie umarmt auf dem roten Teppich während der Filmfestspiele in Venedig gelaufen. Und genau 6 Tage später bestätigten sie ihre Beziehung, nachdem die Paparazzi sie beim leidenschaftlichen Küssen auf einer Yacht in Italien erwischt hatten. Natürlich können wir nicht garantieren, dass sie noch zusammen sind, denn die Promi-Welt ist so unbeständig. Und ihr letzter öffentlicher Auftritt war am 25. Oktober, als sie ein Date in Los Angeles hatten. Aber wer weiß, die Gerüchte entstehen und verbreiten sich wie Feuer. Tja, und die Schäden können ebenfalls riesig sein. Also, Schweigen ist Gold. Und nun wieder zurück zu euch. Glaubt ihr, dass sie zusammen sind? Oder würde Lily Rose Depp besser zu Cole Sprouse passen als Lily Reinhardt? Vielleicht habt ihr angefangen, diese Beziehung zu ignorieren? Lasst uns eure Meinung in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, unseren Channel zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zum nächsten Mal!